Moin, moin und herzlich willkommen zum Vlog für den Oktober mit integrierter Livestream-Abstimmung für diese Woche. Für alle von euch, die wegen dem Livestream hier sind, mache ich es ganz einfach. Oben rechts kommt der Info-Button. Ihr könnt auswählen zwischen Hardcore-Kerbal oder wir bauen an der Raumstation weiter. Oder wir konzeptionieren uns ein Space Shuttle. Das Ganze wie immer am Freitag um 20.30 Uhr. Und jetzt natürlich für alle, die wegen dem Vlog hier sind. Ja, ein kleines Update mit ein paar Ankündigungen oder auch einfach nur Updates zu so offenen Themen. Der ein oder andere von euch hatte ja schon gemeint, dass die Vlogs schmerzlich vermisst werden. Also habe ich gedacht, ich werfe mal eins ein. Und ich würde sagen, ich fange mal mit den guten Sachen an. Gute Sachen zuerst. VDSL ist endlich da. Ja, nach hartem Kampf und ein, zwei Tagen in der Offline-Bedeutungslosigkeit hat's endlich geklappt und mein Anschluss ist jetzt nicht nur geschaltet, sondern funktioniert tatsächlich auch. Das heißt, ich habe jetzt genug Upstream. Theoretisch zumindest, ich habe es noch nicht getestet. Also von der Vermessung her sieht es gut aus, dass das klappt, um einen Livestream zu machen. Also über VDSL, ohne LTE. Das heißt, kein Traffic Limit mehr. Und kein Traffic Limit heißt, genau, keine Limitierung mehr auf Livestreams. Das heißt, theoretisch kann ich jetzt jeden Freitag, im Prinzip jeden Tag, mal zwischendrin, so wie ich Lust habe, Livestreams machen. Ich denke, ich werde erstmal bei dem Freitag bleiben. Und es wird auch ab und zu noch Freitage geben, wo ich auch mal nicht live streame, denn ab und zu unternehme ich auch am Wochenende mal was. Das mag jetzt komisch klingen, es ist aber tatsächlich so. Und wir sind aber da nicht mehr dran gebunden und können jetzt jederzeit mal was machen. Das heißt, auch wenn es bei KSP mal wieder irgendwie ein Pre-Release gibt oder irgendein cooles neues Spiel, was ich euch mal zeigen will, dann können wir einfach einen Livestream machen. Apropos cooles neues Spiel, das hier ist das Spiel Space Nomads. Das ist zurzeit in der Closed Alpha. Ich warte derzeit noch ein bisschen, dass ein bisschen mehr Features reinkommen. Das ist im Prinzip so ein, wie soll ich sagen, im Prinzip ist es Space Engineers in hübsch. Aber sie arbeiten da noch dran. Ist noch sehr früh, da können wir mal bei Gelegenheit immer angezockt drauf eingehen, wenn es soweit ist. Aber jetzt mal weiter im Text und zwar zu den, naja, nicht so guten Sachen. Es ist jetzt auch nicht direkt schlecht, aber ab nächster Sache werde ich ein bisschen was am, ab nächster Woche werde ich ein bisschen was am Sendeplan des Kanals anpassen, / anpassen müssen, denn ich hab einen neuen Job gestartet und muss jetzt natürlich auch erstmal in meinen Job wieder reinfinden. Das heißt, für die nächsten Monate auf jeden Fall, also bis Ende dieses Jahres, ist schon mal festgelegt von meiner Seite aus, dass ich den Sendeplan folgendermaßen anpassen werde. Und zwar werde ich es ein bisschen zurückschrauben. Es ist einfach so, ich habe einen langen Arbeitsweg, ich arbeite viel im Moment und ich habe einen gewissen Anspruch an die Qualität der Videos, die ich euch liefere. Und um die gewährleisten zu können, habe ich jetzt ein paar Tage darüber nachgedacht, ist es mir eben lieber dafür zu sorgen, dass ich gute Videos und dafür halt mal ein oder zwei Videos weniger raushaue, dafür aber die Qualität einfach passt und ich da den Ansprüchen, die ich an meine eigenen Videos habe, auch gerecht werden kann. Was heißt das jetzt konkret? Das heißt ganz konkret, dass es feste Videos nur noch zwei die Woche geben wird. Und zwar gibt es einmal die Woche, und das wird dann ab nächster Woche am Mittwoch sein, Hardcore Kerbal. Das heißt, in die Mitte der Woche rein kommt Hardcore Kerbal und dann gibt es zusätzlich noch am Sonntag eine Folge Real Solar System. Warum diese Aufteilung? Diese Aufteilung deswegen, weil ich mit den zwei Videos eigentlich sicherstellen möchte, dass so über die Woche verteilt was da ist. Also, dass ihr einmal mitten in der Woche was habt und einmal zum Wochenende. Ihr könnt euch ja das dann auch selber einteilen, wie ihr das gucken wollt. Und dadurch nicht irgendwie sowas entsteht wie, ich hau Montag und Dienstag ein Video raus und dann ist eine Woche lang quasi Ruhe, bis irgendwas passiert. Die Livestreams sind davon unbeeinflusst, also es wird weiterhin Freitag ein Livestream kommen. Das heißt, wenn wir jetzt mal ganz ehrlich sind, hat das dann so zwei 20- bis 30-minütige Folgen in der Woche,
am Mittwoch und am Sonntag und den Livestream. Und wenn man den eigentlich runterbricht in einzelne Folgen, sind das ja eigentlich auch 5 Folgen. Aber der Livestream ist für mich natürlich mit deutlich weniger Aufwand verbunden, weil ich den nicht groß nachbearbeiten muss, wie ich es ja mit den ganzen Videos tue. Ich hoffe, ihr habt dafür Verständnis. Wenn nicht, kann ich es leider nicht ändern, weil das eben einfach momentan vorgeht. Es wird, wie gesagt, keine komplette Sendepause oder sowas geben. Es sind halt einfach nur 2 Folgen pro Woche statt der momentanen 4 bis 5, auf die ich mich committed hatte. Das funktioniert im Moment schlicht und ergreifend nicht. Und was die Zukunft da bringt, werden wir mal sehen. Ja, ansonsten läuft es eigentlich ganz gut. Die Livestreams werden immer besser von euch angenommen. Das freut mich auch total. Und im Discord ist es mittlerweile auch schon richtig voll. Ich habe einige Sachen im Backlog liegen, kann man mal so sagen, wo ihr mich darauf hingewiesen habt, die ich in nächster Zeit auch mal machen werde am Wochenende. Und zwar ist das ganz konkret, es wurde angefragt, ob ich mal ein Tutorial machen kann für ein Satellitennetzwerk in der 1.2. Halte ich für absolut sinnvoll, werde ich machen, aber ich warte da noch auf das Full Release und das, jetzt kommt noch eine wichtige Information, ist angekündigt worden und zwar für den 11. Oktober und da heute der 5. Oktober ist, heißt das in 6 Tagen ist es soweit, KSP 1.2 geht an den Start. Was heißt es noch so, was habe ich noch an Updates, weil auch diese Frage kam von ein, zwei Leuten von euch. Ja, diese Einschränkung heißt auch, dass der Dunianer bis auf Weiteres auch erstmal nicht weitergeführt wird. Er pausiert ja jetzt schon ein bisschen länger und ich hatte eigentlich die Hoffnung, dass ich das noch mit der 1.2 hinkriege. Die hat sich jetzt ein bisschen gezogen und jetzt sieht es bei mir zeitlich schlecht aus. Das heißt, bis auf Weiteres und bis auf Weiteres heißt in dem Falle auf jeden Fall schon mal bis Dezember kann ich schon mal sagen, dass das mit dem Dunianer nix wird, weil ich mich da einfach auf die beiden Sachen konzentriere, die momentan am interessantesten sind, oder machen wir andersrum, die ich am interessantesten finde und die von euch auch am meisten angenommen werden. Das ist eben HKK und Real Solar System. Jo, und wenn ich zwischendrin dann doch mal Zeit habe, also was weiß ich, am Wochenende mal das Wetter schlecht ist und ich nichts vorhabe, dann werde ich natürlich mal vielleicht eine Folge Modding Mittwoch oder Kerbin Space Academy oder was fehlt noch? Irgendwas anderes dazwischen legen, angezockt oder sowas zum Beispiel. Oh, leuchtende Bäume. Aber das eben spontan und nicht nach festem Sendeplan. Und ja, das ist dann erstmal so der Modus operandi für die nächsten Monate. Gut, das war's, glaube ich, soweit von mir. Ich bin erstmal super happy, dass nach 2 Tagen Internetentbehrung das soweit wieder läuft. Und wir sehen uns dann am Freitag in einem hoffentlich stabilen Stream. Also ich habe beide Finger gekreuzt. Ich bin sehr gespannt drauf. Aber eigentlich jetzt, wo es über VDSL läuft, müsste das ja noch stabiler sein als mit LTE. Und von daher freue ich mich sehr auf den Freitag. Wenn ihr es einrichten könnt, kommt gerne vorbei am Freitag um 20.30 Uhr auf meinem YouTube-Kanal. Und falls ihr jetzt wegen dem Vlog hier wart und immer noch nicht abgestimmt habt, erinnere ich euch nochmal an den jetzt oben rechts eingeklappten Infobutton, in dem ist die Abstimmung. Lasst gerne eure Stimme da, wenn ihr eine Meinung habt dazu. Und dann sehen wir uns in 2 Tagen. Also, außer ihr guckt das jetzt nicht am Mittwoch, dann ist es vielleicht nur noch ein Tag oder ein halber. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Mein Name ist Robert und tschüss.